Ich werde dieses Jahr 26. Ist das alt? Im Musikindustrie schon. Hey! Das heutige Video richtet sich mehr an Angehörige und das nähere Umfeld von essgestörten Personen. Wenn ihr also von einer Essstörung oder einem stark irritierten Essverhalten betroffen seid und euer Umfeld nicht so recht weiß, wie es damit umgehen soll oder vielleicht wie in einer Schockstarre wirkt, schickt ihnen das hier. Und falls ihr euch nicht traut, ihr schafft das. Bitte, lasst mich nicht hängen. Dieses Video wäre sinnentwendet, wenn es hier nur so rumliegen würde. Und falls ihr dieses Video zugeschickt bekommen habt, lasst mich meine Wenigkeit kurz vorstellen. Mein Name ist Lena, ich bin 25 Jahre alt und ich leide unter Bulimie, seit ich 19 bin. Vermutlich ist es nicht so recht zu glauben, dass eine dir, euch, ihnen nahestehende Person so mit dem Thema Essen rauft. Doch wenn sie es tut, hier einige Hinweise und Hilfestellungen, wie ihr als Außenstehende damit umgehen könnt. Und wer könnte das Ganze besser erklären als meine Bulimie? Legen wir also los. Hallo, ich bin Bulimie und ich führe euch heute ein wenig durch meine Welt. Was ich liebe, ist, mich bei meinen Freunden als ein unheilsames Verlangen nach Essen bemerkbar zu machen und auch keine anderen Gedanken mehr, als die an Essen, Gewicht und die Wertung anderer zuzulassen. Das klingt recht nervig, oder? Das ist es auch, aber das stoppt mich nicht. Ich bin ein Teil dieser Leute und ich gehe nicht weg, wenn ihr mich anbrüllt oder ignoriert. Ich löse mich nicht in Luft auf und ich werde mit jedem reiß dich mal zusammen oder so fett bist du ja auch nicht nur noch ein festerer Bestandteil im Leben meiner Weggefährten. Wenn ihr mit euren Liebenden redet, redet ihr also auch mit mir, denn ich habe zu allem was zu sagen. Es ist ganz egal, wie laut oder nett eure Worte sind, denn ich bin der Meister darin, Dinge umzuinterpretieren. Natürlich ganz in meinem Sinne. Doch soll ich euch mal was anvertrauen? Ich wirke von außen viel grober, als ich es eigentlich bin. Ich wollte meine Bekannten und Gefährten nur schützen und leiten. Und ich wollte nicht, dass sie sich hässlich fühlen. Ich wollte nicht, dass der Stress sie fertig macht. Ich wollte ihnen ein Ventil anbieten. Ich wollte ihnen helfen, was zu erreichen, schön auszusehen, erfolgreich zu sein, einfach etwas zu schaffen. Das ist einfach alles total ausgeufert. Aber nun bin ich einfach da und wenn ihr mich und damit eure Lieben erreichen wollt, dann hört jetzt genau zu. Nehmt mich wahr, nehmt mich ernst und bewertet mich nicht. Das mache ich ohnehin schon die ganze Zeit selbst. Seht mich an und sagt nicht mehr, als ich sehe dich. Ich verstehe es vielleicht nicht zur Gänze, aber ich sehe, dass es dir schlecht geht. Und wenn du irgendwas brauchst, auch wenn es nur eine Umarmung sein sollte, dann bekommst du das von mir. Redet mit mir, ich habe so viel zu sagen. Ich habe nur so Riesenangst davor, wie es rüberkommt. Oder was dann passiert, oder dass dann überhaupt nichts passiert. Bleibt mit mir in Kontakt, ich mache gerade viel durch, auch wenn es nicht so wirken mag. Und ich bin so froh darüber, wenn ich irgendjemanden habe, an den ich mich wenden kann und mit dem ich reden kann. Und ich wäre echt froh, wenn du derjenige wärst. Dränge mich nicht, gesund zu werden. Ich bin auch nicht über Nacht krank geworden. Das alles hat sich aufgebaut. Da gibt es Monate und Jahre, in denen sich so viel angestaut hat. Und auch wenn du denkst, deine Freunde, Kinder oder Bekannten hätten keinen Grund, einer Essstörung zu verfallen, dann irrst du dich. Du kannst nicht in die Köpfe anderer sehen. Du weißt nicht, was alles durchgestanden werden musste und was alles kaputt gehen musste, damit jetzt nur mehr so wenig funktioniert. Und zu guter Letzt, ich bin eine Essstörung und meine Gefährten sind es nicht. Sie sind nicht nur Symptome und Krankheitsbilder, sie sind sehr viel mehr als das. Sie wollen mich kontrollieren und nicht das Gegenteil. Sie wollen ein lebenswertes Leben führen, aber sie brauchen Hilfe und sie wünschen sich Hilfe. Auch wenn es nur ein bisschen ist. Denn ansonsten sind sie ganz allein. Mit mir. Ja, das waren echte Kotzgeräusche. Ich hoffe, dieses Video hat Aufschluss über einige offene Fragen gegeben. Falls euch noch etwas beschäftigt, dann könnt ihr mir natürlich gerne schreiben. Oder ihr könnt der Person schreiben, die euch dieses Video geschickt hat. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr dieser Person schreiben sollt, wie wär's dann mit "Das habe ich nicht gewusst" oder "Ich hab dich lieb"? Oder alternativ dazu "Lol, was schickst du mir für schräge Videos?" Wir sehen uns am Montag im Kommentarvideo wieder, da gehe ich natürlich auf eure Kommentare ein. Falls ihr selbst schon mit eurem Umfeld über die Essstörung gesprochen habt, vielleicht auch schon vor diesem Video, dann lasst uns wissen, wie das gelaufen ist. Denn ich glaube, gerade für Außenstehende können solche Kommentare dann sehr hilfreich sein. Mehr zu meiner eigenen Geschichte kommt dann im nächsten Kommentarvideo. Bis dorthin natürlich. Passt auf euch auf. Cooler Abschiedsgruß.
ein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Da, 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 da.